Armin Laschet gibt den Ton an. Nicht nur in der Düsseldorfer Staatskanzlei, sondern auch beim politischen Aschermittwoch der CDU Nordrhein-Westfalen in Kirchweischede. Die Gäste kommen dabei mit ganz unterschiedlichen Erwartungen ins Sauerland. Ich freue mich, dass unser Ministerpräsident hier spricht, dass ich den mal live erlebe. Also ich bin heute zum ersten Mal so eine Veranstaltung dabei. Ich lasse mich überraschen, was heute mal hier losgeht. Zum einen Reflexion über das letzte Dreivierteljahr, seitdem wir in NRW in der Regierung sind, und einen starken NRW-Fokus, weil in der ganzen bundespolitischen Debatte geht das schon mal so ein bisschen verloren, was wir eigentlich gerade in NRW alles bewegen. Ich hoffe natürlich, dass das ein Paukenschlag wird, der Aschermittwoch, dass wir natürlich viel zu schmunzeln haben, dass es sehr unterhaltsam wird. Und das wurde es auch, denn der politische Aschermittwoch ist der Tag für deutliche Worte und für den verbalen Schlagabtausch mit dem politischen Gegner. Die gefährlichste Zahl, die zurzeit kursiert, sind 100%. Hannelore Kraft 100% nicht mehr dabei. Martin Schulz 100% nicht mehr dabei. Die Sondierungskommission der SPD beschließt den ausgehandelten Koalitionskompromiss mit 100% abends schon nicht mehr dabei. Meine Damen und Herren, und jetzt ist die Andrea Nahles mit 100% nominiert worden. Die sollte nicht mehr ruhig schlafen. Das wird gefährlich, meine Damen und Herren. Am Donnerstag sagt Herr Gabriel, zitiert seine Tochter und redet über den Mann mit dem Haaren im Gesicht. Und meint damit den Parteivorsitzenden der SPD. Ich würde mich selbst beim politischen Aschermittwoch nicht trauen, so über den politischen Gegner zu reden, wie die unter Parteifreunden miteinander reden. Ist doch unglaublich. Aber es gab nicht nur die Abteilung Attacke. Armin Laschet verwies auch auf die bisher erzielten Erfolge der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf. Wie beispielsweise den ersten ausgeglichenen Haushalt seit 1973. Die Fortschritte im Bereich der inneren Sicherheit oder der Bildung. Außerdem berichtete er aus den Koalitionsverhandlungen in Berlin und verteidigte den ausgearbeiteten Koalitionsvertrag. Lassen wir doch selbstbewusst die Ressorts, die wir haben, für uns nutzen. Lassen wir unsere christdemokratische Politik sichtbar werden. Seien wir ein bisschen selbstbewusster. In diesen Tagen, wo die FDP rausgegangen ist, die SPD sich selbst zerlegt, ist die CDU die einzige Kraft, die regieren will, die regieren kann, die kompetente Leute hat. Und deshalb hoffe ich, dass unsere Ideen von sozialer Marktwirtschaft nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in dieser neuen Bundesregierung ihren Platz finden. Seinen Platz gefunden hatte nach der Veranstaltung auch Armin Laschet, und zwar inmitten der mehr als 600 Gäste. Ein Ministerpräsident zum Anfassen, der nicht nur redet, sondern auch zuhört.